Herzlich willkommen, liebe FIFA 13 Ultimate Team Freunde. Seit längerer Zeit kommen wir heute mal wieder zu einem Review und zwar zum zweiten in Form. Wilfried Boni, der liebe Herr stammt aus der 24. Team der Woche aus Losung, sage ich mal. Und wir kommen immer erstmal zu seinen persönlichen, sage ich mal, Eigenschaften bzw. Spielerinformationen. Der liebe Herr ist 23 Jahre alt, 1,82 groß, wiegt dementsprechend 80 Kilo. Position ist Stürmer. Sein starker Fuß ist der rechte, die Arbeitsrate in den Angriff ist mittel, in die Defensive niedrig und der schwache Fuß mit 4 Sterne ist voll in Ordnung, Spezialbewegung 3 Sterne sollte ausreichen fürs Minimum. Die körperlichen Attribute sind mit Antritt 75, Beweglichkeit 79 und Balance 70 eigentlich vollkommen in Ordnung. Sprungkraft 83, Reaktion 85 und Sprintgeschwindigkeit 80 ist auch ziemlich geil dafür, dass der Typ einfach 96 Stärke hat. Das ist wahrscheinlich auch das Aushängeschild dieses Innenformspielers. Seine mentalen Attribute sind, ja, mittleren Bereich. Aggressivität 85, Stellungsspiel 77, ja, sage ich später was zu. Auf jeden Fall auch nicht so wichtig für einen Stürmer. Die Fähigkeitsattribute mit Ballkontrolle 80. Efe 75 und Dribbling auch 75, kann man so stehen lassen, ist in Ordnung. Dann natürlich Abschluss 93, absolut Bombe sein Abschluss, komme ich auch nochmal später drauf zu sprechen. Die Kopfballpräzision mit 81 ist vollkommen in Ordnung. Fernschüsse 84, der Wert ist sogar noch gelogen. Elfmeter 82 ist auch in Ordnung. Kurzpass 82, eigentlich sehr geil. Und natürlich Schusskraft 98 und Volleys 84 sind definitiv auch noch sehr, sehr nennenswerte Attribute, die dieser Spieler vorzuweisen hat. Kommen wir nun zu den Ingame-Szenen. Dort kann ich direkt sagen, Boni ist ein sehr, sehr schwerer Spieler. Schwer in dem Sinne, er hat natürlich 96 Stärke, also der wird schon auf eine Art und Weise vielleicht etwas schwer sein oder so, ich weiß es ja nicht, mit seinen 80 Kilo. Aber auf jeden Fall ist er nicht sluggish, ne? Es gibt immer viele Spieler, da sagt man, die sind sluggish. Das ist immer so ein schöner englischer Begriff, wenn die sich so bewegen wie so eine Tonne. Super langsam im Umdrehen, super langsam in allem, was sie machen. Eigentlich grundlegend kann man sagen, im Dribbling. Bei Boni ist das eigentlich nicht der Fall. Sein Dribbling ist auch von den Werten her vollkommen in Ordnung. Sein Abschluss ist totale Spitze, wenn man mal vom Tor ist. Der schießt viele Tore, auch viele geile Longshots. Hier sieht man jetzt immer richtig schön, wie er sich mit der Stärke durchsetzt. Bam! Gar keine Chance, zieht er den einfach rein. Seine Schusskraft mit 98 ist fühlbar. Ohne Witz, also, na, sagen wir es, mittlerer 90er-Bereich. Also da sind schon ganz schöne Wummen, die dabei rauskommen. Hier jetzt auch nochmal kopfballtechnisch, der drückt die weg. Der Kopfballwert muss gar nicht mal so hoch sein. Das gleicht er meistens mit seiner Stärke aus, denn auch größentechnisch ist er ja nicht der Größte. Der große Nachteil ist halt, man darf mit dem Typen nicht sprinten. Wenn man sprintet, geht alles in die Hose. Das ist jetzt kein Scherz, also der Typ ist katastrophal im Sprinten. Ich weiß nicht mal warum. Aber letztendlich ist es halt irgendwie einfach so. Denn wenn man sprintet, na, wie gesagt, 77 Antritt, 85, nein, Quatsch, 77 Antritt, nein, 75 Antritt, 80 Sprintgeschwindigkeit, daraus setzt sich sein Pace-Wert 77 zusammen, ist eigentlich in Ordnung, aber wenn der Typ anfängt zu sprinten, dann verliert er jeden Ball und jeden möglichen Zweikampf, das muss man ganz, ganz klar vorher erwähnen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um das erstmal wirklich zu checken, deswegen sage ich auch, dass die Eingewöhnungszeit relativ hoch ist, weil es von solchen Spielern nicht viele gibt. Hier sieht man nochmal einen relativ schönen Longshot, keine Chance für, weil das war da, glaube ich, im Tor. Und hier ist gleich auch nochmal einfach abgezogen. Richtig, richtig geil. Sehr, sehr schöne Tore. Die Notable Ingame Stats seht ihr hier unten. Das sind die nennenswertesten Attribute. Player Traits hat er. Longshot Taker merkt man definitiv. Powerheader, ja, denke ich mal, ist auch mehr seiner Stärke zu verdanken. Also diese außerhalb des 16ers ist der Typ wirklich stark. Aber bevor wir jetzt weiter lange fackeln, kommen wir doch erstmal zum Pro und Contra. Auf der Pro-Seite, meiner Meinung nach, er fühlt sich schneller an als 77 Tempo. Das liegt wahrscheinlich daran, dass eben seine Sprintgeschwindigkeit wirklich im 80er-Bereich liegt. Und wahrscheinlich, weil das eigentlich so eine Tonne ist mit 96 Stärke. Also vollkommen in Ordnung, das Tempo. Man muss sich halt eben dran gewöhnen. Dann, nächster Punkt. Wie gerade schon gesagt, absoluter Tank, 96 Stärke. Muss man nicht viel zu sagen. Nächster Punkt, auch wie schon angesprochen, 98 Shot Power. Definitiv fühlbar, sehr, sehr geil.
Sein Schuss ist eben wirklich extrem geil. Auch seine angeschnittenen Schüsse darf man nicht außer Acht lassen. Dann dazu natürlich der Preis. Ich meine, der Preis ist wirklich Weltklasse dafür, dass das ein zweiter Inform-Spieler ist. Ich meine, auf dem PC mit 25k, auf der Xbox und der PlayStation 3 mit 20k ist das ein absolutes Schnäppchen. Kommen wir zur Kontraseite, wo sich die meisten Punkte dann auch ein bisschen, sage ich mal, widersprechen, aber dazu werde ich halt dementsprechend alles ausreichend erläutern. Im Sprint sehr zweikampfschwach, da setzt er seine 96 Stärke definitiv nicht durch. Die Ballführung ist einfach katastrophal, wenn er sprintet, das darf man nicht vergessen. Aber wenn man eben sprintet, wenn er freien Raum hat und ins enge Dribbling übergeht, wenn Gegner in der Nähe sind, dann ist das wirklich ein extremer Tank. Dadurch ist die Eingewöhnungszeit, wie auch schon angesprochen, relativ lang. Dribblings sind eigentlich wirklich fast nicht möglich. Sowohl Roulette, Ballroller und ein paar Antäuschungen, finde ich, klappen überhaupt nicht mit ihm. Da ist er einfach so super langsam. Also es geht echt absolut gar nicht. Positionsspiel auch nicht immer perfekt. Seine Workrate sind eigentlich okay. Sie sind nicht die besten, sie sind aber okay, denn die Arbeitsrate in die Defensive ist ja niedrig, in den Angriff mittel, das ist okay. Aber aus welchem Grund auch immer sucht man ihn halt manchmal wirklich vergebens im Strafraum. Und natürlich, was sein Preis letztendlich verursacht, ist die Liga und seine Nation. Es ist einfach super schwer mit einem Herren, also ein Herren, der von der Elfenbeinküste kommt, in der holländischen Eredivisie spielt, ein Team darum zu bauen. Ich habe es geschafft, ihr kennt mein Team, dann ist es halbwegs okay. Aber die meisten, die ihn wahrscheinlich benutzen, haben dann entweder ein Elfenbeinküstenteam oder eben ein Eredivisie-Team. Das sind halt gerade nicht die besten Mannschaften, die dabei rauskommen, leider. Fazit, 3,5. Sterne kann ich vergeben, super geiler Schuss, er ist halt nicht immer da, wo er sein sollte und eben auch das, ich sag mal, mit dem Sprinten ist halt wirklich extrem nervig, aber darüber hinaus, wenn man sich an ihn gewöhnt hat, mit ihm spielen kann, ist er vom Fazit ja auch locker 4 Sterne wert, aber sowas muss ich berücksichtigen, deswegen 3,5 Sterne, das ist vollkommen in Ordnung und Value for Money, ist der Spieler denn seinen Preis wert? Absolut. Ich war kurz davor, 5 Sterne zu geben. Ihr müsst euch überlegen, das ist ein zweiter Inform mit überragenden Werten. Den kriegt ihr für 20.000. Das ist eine absolute Frechheit, der Preis. Natürlich, dank seiner Liga und Nation, würde in der BPL spielen, wäre der unendlich teuer. Aber dementsprechend kann man nur einen dicken Daumen nach oben geben. Und das war's eigentlich auch schon zum Review. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Hahn.